Und ein herzliches Hallo aus Dingespül. Ähm, ich habe ja äh, zugesagt, dass wir nur ein bisschen näher darauf eingehen, auf die gesamte Solartechnik. Ähm, und hier sehen wir auch unsere ganzen verschiedenen Platten, wo wir aktuell im Programm haben. Es sind nicht wenige und natürlich können wir auch weitaus mehr besorgen ob das jetzt die bekannte Actifire ist äh, vom WCS, vom Götz oder ob das von der Firma Wattstunde ist oder ob das von der Firma Büttner ist oder eben wieder eine neue Solarzelle genannt Schindelmodul in dem Fall gleichzeitig mit ein Anführungszeichen Hochvolt oder ein Modul mit sehr hoher Spannung und Jo, ähm, worauf ich da eigentlich nochmal hinaus wollte und warum ich ähm, auch die Schindeltechnologie nur so ein bisschen dargestellt habe, äh, was mich immer so ein bisschen vergleicht oder, oder stört ist, wenn ich jetzt sage, ich vergleiche jetzt einmal Platte 1 Wattstunde mit Platte 2 Schindeltechnologie. Ähm, wenn man die nebeneinander hinlegt und äh, ganz egal, welches Wetter das jetzt ist, wird sicherlich immer eine von beiden schlechter abschneiden und in einem anderen Wetterzustand, Temperaturzustand, wird vielleicht die andere besser abschneiden. Was ich damit sagen will ist, dass es natürlich für alle Wettersituationen keine perfekte Platte gibt. Ähm, somit Komme ich wieder zu dem zurück, wo ich ja in meinem ersten Teil der Solaranlage schon mal angeteasert habe? Bedarfsanalyse. Wo fährt der Kunde hin? Wo verbringt er die meiste Zeit in seinem Urlaub? Ist er ein Südenfahrer? Ist er ein eher im Norden unterwegs oder Nordenfahrer? Ist er eher, schuldig den Begriff, Schattenparker? Oder ist er ein, äh, ich schaue, dass ich mein Fahrzeug immer gut in der Sonne ausrichte? Was muss ich denn eigentlich mit der Solaranlage erreichen? Was möchte ich mit der Solaranlage erreichen? Wie viel Strom verbrauche ich denn effektiv, um auszurechnen oder ausrechnen zu können? Wie viel Strom möchte ich denn wieder zurück haben? Genauso ist es, dass man erfährt, was will ich alles betreiben an Gerätschaften und, und, und. Das sind so viele Faktoren. Wo ich finde, wo ich finde als Mika-Karavan, äh, wo abzustecken gilt, und ich kann nicht pauschal sagen: Die Platte ist besser als die Platte, Schindel, oder die Platte ist schlechter als Büttner, oder wie auch immer. Weil jede Platte hat so plus minus seine Vorzüge bei bestimmten Konstellationen, bei bestimmten Bedingungen und ähm, Schindeltechnologie zum Beispiel in gerade dem Segment hat den Vorteil, dass er eine größere Effizienz aufweist, wo ich ja gesagt habe, eine Flächeneffizienz, weil ich wesentlich mehr in kleinere Fläche unterbringe, zum Beispiel. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Unterschiede und da gilt eben wirklich rauszukristallisieren was ist für was denn wirklich gut und was brauche ich für welchen Bedarf? Und dann gibt es ja, von grundsätzlich gäbe es ja verschiedene Zellen. Es gibt die polykristalline, es gibt die monokristalline, es gibt die CIS-Typenzellen und dann gibt es noch die Am amorphe Zellen, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Ähm, bei uns im Wohnmobilsektor haben sich hauptsächlich die Monokristalline rausgefiltert, weil die einfach eine sehr, einen sehr sehr guten Wirkungsgrad haben und äh, weil sie auch auf äh, schwaches Licht oder schwächeres Licht relativ gut reagieren, während die Polykristalline einen schlechteren Wirkungsgrad haben und ähm, zwar eine etwas längere Lebensdauer aber halt nicht so gut sind bei schwächerem Licht. Und das ist für uns natürlich gerade wichtig, das schwächere Licht, damit wir so viel wie möglich ausnutzen können und die Platten so lang wie möglich arbeiten. Darum hat sich bei uns eigentlich sehr stark im Wohnmobilsektor überhaupt das Monokristallin hauptsächlich durchgesetzt, weil das natürlich schon ein Riesenthema ist. Das nächste Thema ist Rahmenmodule grundsätzlich. Flexi-Module haben den großen Vorteil, da habe ich jetzt aktuell keins da, haben natürlich den Vorteil, dass Flexi-Module leicht sind, wiegen zwei, drei Kilo vielleicht. Rahmenmodul natürlich deutlich mehr, je nach Größe. Aber Rahmenmodul hat natürlich größere Vorteile, weil, wenn das Rahmenmodul sich erhitzt und hinterlüftet ist, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich wesentlich effizientere Stromgewinnung habe, wie wenn ich ein Flexi-Modul habe, wo nicht hinterlüftet ist. Weil, wenn sich ein Modul mal so circa bis 60 Grad aufheizt, sinkt die Leistung um 20 Prozent. Und ich brauche euch nicht sagen, was am Dach passiert, wenn die Sonne volle Kanne draufknallt. Da kann schon ein bisschen mehr raushauen wie 60 Grad. Also, da kann die, die Effizienz, also die Stromgewinnung, da schon ziemlich einsinken. Und darum ist natürlich ein, ein Rahmenmodul in der Hinsicht immer besser wie ein Flexi-Modul. Nur dazu sind die Flexi-Module auch sehr empfindlich, ähm, weil natürlich. Uh, das, die Folie, die da verklebt ist, beziehungsweise wie die Verarbeitung ist, das ist alles sehr dünn, ist nicht stabil. Hier habe ich eine richtige Platte, Glasplatte davor, das ist stabil. Während beim Flexi-Modul ist das alles Kunststoff und die sind natürlich, es gibt zwar auch diese sogenannten begehbaren äh, Platten, aber ach, ich bin da immer ganz vorsichtig. Und dann haben wir Kunststoffe, die sehr leicht sind, die sich in Hitze verschieden. Auswirken oder ausdehnen können. Da kann natürlich auch schon mal passieren. Ich habe erst kürzlich wieder ein Fahrzeug da gehabt, ein Tournee, Flexi-Modul draufgeklebt, leider ein Flexi-Modul davon kaputt. Das wurde nachgerüstet. Wenn man da nicht aufpasst, wenn man das ganz leicht zu euch knickt, zu euch biegt beim Aufpacken oder beim Aufkleben oder, 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 kann ganz schnell da leider was passieren. Und von dem her bin ich da wirklich. Mh, ja, ja, nicht so der große Freund davon, von Flexi-Modulen. Ähm, ich habe jetzt hier mal, ihr seht es hier mal kurz, ähm, eine kleine Berechnung rausgezogen, wie man sowas berechnen kann. Berechnung der nötigen Leistung. Also hier haben wir jetzt einmal äh, Lampen, Wasserpumpe, Radio, Fernsehgerät, Haarföhn, ganz kurz, macht in Summe 270 Wattstunden. Dann haben wir natürlich 10% den Speicherverlust mit eingerechnet. Täglicher Strombedarf ca. 300 Wattstunden. Dann kann man sich das Ganze ausrechnen. Und dadurch kann man natürlich auch berechnen, welches Solarmodul in welcher Größe man braucht. Und das finde ich eine ganz große Geschichte, weil so weiß ich Bescheid und weiß sofort, was ich tun muss und was ich dem Kunden empfehlen kann. Und so muss das ausschauen, so muss man das sauber und ordentlich machen, wenn man das möchte. Es gibt natürlich immer so Mittelwerte, äh, wovon ich grundsätzlich immer abrat, und das ist wirklich, äh, kann jeder Kunde eigentlich bestätigen, äh, außer es geht platztechnisch nicht anders. Dann ist es so, dann kann man nichts ändern, dann kann man da nichts dagegen tun. Aber wo ich grundsätzlich immer abrat, ist nur eine einzige Platte zu verbauen. Und zwar hat das einen ganz gewissen Grund, weil egal welche Platte ich hier in dieser Reihe auch immer nimm, so wie ich hier meine Hand drüber halte und zur so Teilverschattung hier mache, fällt die Platte um äh, knapp 70, 80, 90 Prozent ein. Das ist einfach so. Und das betrifft alle Platten. Also Teilverschattung ist so, dass dann dementsprechend der Großteil der Platte nicht mehr funktioniert. Es Geht zwar nur ein bisschen was bei einer Teilverschattung, aber nicht mehr so viel. Vor allem nicht bei den 36 Zell Module, weil äh, die 36 Zell-Module brechen dann noch viel, viel eher ein. Bei den äh, 72-Zell-Modulen ist es ja praktisch wie 2x36, also wie zwei Platten in einem Modul. Das sind dann diese Büttner Blackline-Module, die arbeiten mit 72 Zellen. Äh, das wäre dann quasi so, als ob jetzt hier. Ähm, Zwei Platten in einem Modul wären, die würde jetzt bei Weitem nicht so einbrechen. Aber vom Grundsatz her ist es immer effektiver, zwei Platten am Tag zu haben, weil, wenn die eine wegen einer Teilverschattung mal nichts macht, arbeitet die andere aber immer noch weiter. Und das finde ich persönlich natürlich geschmeidig, ähm, weil man dann immer auf der sicheren Seite ist, dass halt einfach immer noch was runterkommt und äh, noch genügend Leistung dementsprechend dafür sorgt. Äh, dass sie noch genügend Strom bekommen. Ähm, natürlich haben wir immer das Problem bei äh, diesigem Wetter, bei, bei bewölkten Himmel, klar, da heißt der, Solar, der Solarertrag sowieso nicht so gut. Genauso haben wir das Problem, weil unsere Platten ja alle gerade auf dem Dach liegen. Da haben wir ja die nächste Problematik, eigentlich müssten wir die ja der Sonne nach ausrichten, auch das. Ist natürlich nicht gegeben. Das machen wir natürlich nicht, können wir ja auch gar nicht auf dem Dach. Es gibt zwar die ein oder andere Vorrichtung, die da in der Mache ist, aber so grundsätzlich ist es halt einfach schwerer, das Ganze zu tun. Ähm, warum geht man auf eine 72-Zellentechnik? Eben aus dem genannten Grund, weil man da dann durch Teilverschattungen, Effektiver ist, weil bei einer 72-Zellentechnik eben die Platte nicht komplett einbricht und die andere Seite die anderen 36 Zellen noch voll arbeiten und ich im Prinzip zwei in eins habe. Und das ist äh, Büttners, ich äh, sage jetzt einfach mal, nicht, nicht Trick, aber halt einfach der Kampf gegen die Teilverschattung da ein bisschen vorzugehen. Diese 72 zellen Und ich muss sagen, die Platten, die wir bis jetzt dadurch verbaut haben, äh, funktioniert es ganz gut. Und unsere Kunden, die die Platten drauf haben, ich habe überhaupt noch nichts Negatives gehört, sondern nur Positives. Und viele bestätigen dann auch, dass das, was wir da errechnet haben, passt gut und die müssen dann auch nicht mehr so gut oder so gut wie nicht mehr an die Steckdose. Und das hat dann schon immer gut hinkaut. Die 36 Zellen. Kann man natürlich auch machen, sind nicht schlechter, kein Deutsch schlechter, ganz im Gegenteil. Ähm, muss man halt dann definitiv zwei Platten verbauen, dann umgehe ich das Ganze auch, habe den gleichen Effekt, überhaupt kein Thema. Und ähm, warum kommen jetzt sukzessive mit den Schindelmodulen, die gerade aktuell waren, auch diese Hochvoltmodule, nennen wir es mal so, ähm, die immer mehr an, äh, anbieten. Was auch wirklich Sinn macht, weil je mehr Volt, je höher die Voltzahl ist, desto effektiver kann natürlich die Solarplatte arbeiten. Das heißt natürlich, Mittag um 12 ist kein Unterschied, wenn die Sonne klatscht, drauf brennt. Da ist das 30 Volt genauso wie das 50 oder 60 Volt Modul. Aber wenn es dann in die Abendsonne geht, da hört dann halt das 30 Volt, Volt Modul schon langsam auf oder wird schon weniger, wo halt ein 60 Volt Modul immer noch richtig Leistung bringt. Äh, genauso ist es in der Morgensonne, äh, wenn die morgens aufsteht, fängt natürlich ein Hochvolt Modul schon viel früher arbeiten an ähm, wie ein niedrigeres oder Normalvoltiges Modul. Und das ist natürlich der Grund, warum man jetzt aktuell immer mehr auf diese Hochvolt Module geht. Ähm, was schon auch Sinn macht, finde ich schon richtig gut, weil ich habe ja in meinem letzten Video schon mal erwähnt, da spart man sich dann auch diese, ähm, wie sagt man, äh, Reinschaltung, damit man zwei zusammenschaltet, schaltet, um 60 Volt zu kriegen, ähm, was für mich bedingt immer nur bei großen Fahrzeugen Sinn macht, weil bei kleinen Fahrzeugen habe ich einfach das Problem, wenn ich jetzt hier auf, zum Beispiel hier habe ich einen Chausson stehen, da haben wir jetzt auch gerade wieder eine Solarplatte montiert. Wenn ich jetzt hier aber auch noch ein, ähm, na, eine Reihenschaltung mache mit zwei Modulen, wenn ich nur zwei Module grundsätzlich drauf bin und ein Modul so, so halb im Schatten liegt, dann sind beides Module tot. Und dann kann er mal ausmalen, dass halt zwei Module dann gar nichts mehr bringen, dann schalte ich die lieber parallel, weil eins dann immer arbeitet und somit wesentlich länger tief ist, aktiv ist und ich glaube wesentlich mehr Ertrag habe wie aus so einer Reinschaltung bei zwei Platten. Drum immer grundsätzlich Reinschaltung meiner Meinung nach nur bei minimal vier Platten, weil dann kann ich jeweils zwei in Reihe schalten und die zwei Pärchen zueinander dann parallel. Das funktioniert ganz gut. Ähm, Bloß wie gesagt, man muss natürlich in Kauf nehmen, wenn von der in Reihe geschaltenen Platte eine weg ist, dann ist die andere auch weg. Also das ist halt immer so eine Sache. Bei größeren Fahrzeugen macht es durchaus Sinn, aber bei kleineren Fahrzeugen bin ich da absolut nicht der Befürworter, weil da, da kommt nicht viel rum. Also das macht keinen kein wirklichen Sinn. Jo, dann kommt natürlich noch die Geschichte der Solarregler. Ähm, jeder sagt immer MPPT-Regler, MPPT-Regler, die auch natürlich effektiver sind und gut sind. Aber auch ein MPPT-Regler ist nur wirklich dann gut, wenn ich ihn richtig gut was zu füttern gebe. Also auch der MPPT-Regler braucht eine gewisse Voltzahl, eine höhere Voltzahl wie ein normaler Regler und um dass er dann aber auch wirklich die Leistung entsprechend richtig umsetzen kann, damit ich das auch wirklich rentiert und damit ich auch wirklich runter bekomme, was ich möchte. Wenn ich nur eine Platte drauf habe und die von mir aus nur 20 Volt hat, dann nutzt mir da auch ein MPPT-Regler nicht viel, weil der bringt da auch nicht recht viel mehr runter. Das funktioniert einfach nicht. Also da braucht man schon richtig. Power dahinter, weil der MPPT-Regler braucht Voltzahl. Nur dann funktioniert es anständig beziehungsweise richtig. Und äh, ja, drum ist sicherlich der Stand der Technik MPPT. Ähm, aber wie gesagt, da müssen dann schon ein paar Volt dahinter hängen, damit man dementsprechend auch MPPT nutzen kann und dementsprechend richtig was runterbringt. Jo! Ähm, ich hoffe, ich habe euch da wieder ein bisschen was näher bringen können. Für mich nach wie vor die Geschichte oder das A und das O für die Auswahl der richtigen Platte bzw. der richtigen Solaranlage, was ich möchte, wohin fahre ich, was möchte ich erreichen. Ich kann es nicht oft genug betonen, das finde ich ganz wichtig. Was will ich erreichen, wie viel Strom möchte ich runterbekommen? Ich finde es zum Beispiel auch nicht richtig, wenn man sagt, äh, ganz egal, wie viel Glattstein, Dach voll, äh, Hauptsache, äh, du hast genug Solar. Das ist, also äh, ist totaler Quatsch, weil wenn ich eben den Bedarf nicht habe, äh, wenn ich den Stromverbraucher nicht habe, was mache ich denn mit der ganzen Solargeschichte auf dem Dach? Also ich, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Bloß damit ich halt Solar auf dem Dach habe und ich kann es nicht nutzen, macht es ja eigentlich auch keinen Sinn. Also, warum soll ich mir da oben 400, 500, 600 Watt Solar draufschnallen, wenn ich 80 Prozent am Landstrom hänge und nur maximal drei Tage autark stehen will und da nicht einmal einen Wechselrichter anschalte? Also, ist das, das ist Perle vor die Säue schmeißen? Also, das ist totaler Quatsch. Und darum finde ich wirklich effektiv, gibt es da keine klare Aussage, dass ich jetzt sagen könnte, die Platte ist gut, das ist gut, jenes ist gut, äh, sondern alle Platten haben ihre Daseinsberechtigungen und die Unterschiede der ganzen Platten. Egal welche jetzt wir hier nehmen, die da stehen oder die es auch auf dem Markt noch alle gibt, außer natürlich diese billigen Platten, diese ganz billigen Platten, die auch schlecht verwertbar sind, weil sie keine Voltzahl auf der Uhr haben und weil sie von der Qualität einfach nicht gut sind. Ähm, spielt es aber hier in der Liga gar keine Rolle, groß? Also, es spielt natürlich schon eine gewisse Rolle, je nachdem, wo man eben hinfährt. Aber qualitativ ist es eigentlich wurscht, weil die Unterschiede von den ganzen Platten. Wir sprechen ja hier immer um, ich nenne es mal Nuancen. Ähm, es wird hier keine Platte dabei sein, die auf einmal die doppelte Leistung hat, weil zaubern können alle Platten nicht. Und ähm, ich behaupte jetzt ganz einfach und ganz frech, diesen kleinen Unterschied werden wir hier in unseren Wohnmobilen in der Hinsicht auch gar nicht spüren. Wichtig ist, wir haben die anständig ausgerechnet, die ist ausgelegt auf meine Wünsche, auf meinen Strombedarf, auf meinen Stromverbrauch. Und wenn das anständig gemacht ist, dann funktioniert es. Und das ist für mich viel wichtiger wie jetzt aktiv zu sagen, Schindel ist scheiße, nur die ist gut oder nur die ist gut oder äh, wie auch immer. Also ich sage, alle haben ihre Daseinsberechtigung, alle Platten sind gut. Ähm, Plus, minus haben Nuancen, Unterschiede. Die eine ist mehr im Schatten besser oder im, im, im düsteren Licht, die andere ist mehr in der prallen Sonne wichtig, die nächste äh, ist für kleinere Wegen wichtig und so weiter und so fort. Und da gilt es eben immer, diese Bedarfanalyse zu machen. Jo, so, jetzt habe ich euch zugeschwafelt mit Solar. Ähm, Jetzt habe ich hier nur zwei Fahrzeuge stehen. Wir haben hier einen Chausson stehen, den wir umgebaut haben. Und dann haben wir hier noch ein Kadago stehen, wo wir umgebaut haben. Das kommt als nächstes in dem Video. Da zeige ich euch noch was dazu, was wir hier wieder schönes verbauen und was wir hier verbaut haben. Und dann zeige ich euch noch... Was wir hier in den Kartons versteckt haben. DriveMan, eine neue Errungenschaft von uns, ab sofort bei uns auch zu haben im Laden. Aber dazu mehr im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, freue mich über einen Daumen hoch. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gern abonnieren, da freuen wir uns genauso drüber. Und bis dahin, alles Gute, macht es gut aus Dingelsbühl. Bis bald. Ciao!